Tanken ist teuer. Rund 109 Euro hatte man zuletzt für einen vollen Tank Superbenzin in Deutschland an der Zapfsäule bezahlt. Und in den kommenden Wochen könnte es mit den Spritpreisen an der Tanke tatsächlich noch weiter nach oben gehen. Das liegt mitnichten nur an Ferien und Feiertagen. Die weltpolitische Unsicherheit, die treibt auch hier die Preise. Darauf blicken wir hier heute in Update Wirtschaft, Ihrer täglichen Live-Sendung vom Börsenparkett in Frankfurt am Main. Und hohe Preise, aber zum Beispiel eben für Lebensmittel oder Energie, die haben an ganz anderer Stelle zu einer teilweise hitzig geführten Debatte geführt über die sogenannte Gierflation. Der Vorwurf an diejenigen Produzenten, die eben genau das herstellen, was wir alle jeden Tag brauchen: Sie hätten die Preise stärker erhöht, als es die gestiegenen Kosten für Energie, für Rohstoffe und so weiter rechtfertigen, um am Ende höhere Gewinnmargen zu erzielen, was wiederum die Inflation treibt. Aber was ist wirklich dran an diesem Vorwurf? Tatsächlich waren Lebensmittel bis zuletzt einer der größten Inflationstreiber in Deutschland. Mein erster Gast aber, der sagt, es gibt keine Anzeichen für eine Gierflation. Und darüber spreche ich jetzt mit Kai Hudetz, Geschäftsführer vom Institut für Handelsforschung. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Frau Böff. Ja, die Gierflation, darüber wurden wahnsinnig lange Debatten geführt. Sie aber sagen, nee, da ist gar nichts dran. Wie kommen Sie zu dem Schluss? Ja, das ist natürlich ein toller Begriff und setzt sich ja zusammen eben aus der Inflation. Die haben wir ja ganz zweifellos hier gesehen. Die Inflation hat, wie Sie es richtig gesagt haben, ja gerade im Lebensmittelbereich zu sehr, sehr starken Preisanpassungen geführt. Wir müssen sehen, beispielsweise Spitzenreiter Zucker im vergangenen Jahr fast 60% teurer geworden als im Vorjahr, aber auch Orangensaft um 25%, und die Liste ließe sich da lange fortsetzen. Und der zweite Punkt der Inflation, das Begriff, es ist ja die Gier, die Sätze, und die suggeriert ja, dass jetzt die bösen Unternehmen hier die Möglichkeiten nutzen, die Gewinne sprudeln und auf Kosten von uns Verbrauchern. Und da ist eben die gute Nachricht für die Konsumenten: Der Wettbewerb funktioniert und sorgt eben dafür, dass, wenn man in die Geschäftsberichte auch der Unternehmen reinschaut, dass weder die Hersteller noch die Händler von diesen Preisen dann Anpassungen übermäßig profitieren. Mhm. Teilweise sogar ganz im Gegenteil. Wie genau haben Sie das denn ausgerechnet bzw. herausgefunden, dass eben doch vielleicht weniger dran ist an der Gierflation, als man vermutet hatte? Ja, also zunächst mal sind das Geschäftsberichte von Unternehmen. Wir reden ja sowohl auf der Handelsseite als auch auf der Herstellerseite durchaus von Märkten, hochkonzentrierten Märkten. Wir haben ja große, namhafte Unternehmen, die veröffentlichungspflichtig sind. Und dann schauen wir da in die entsprechenden Berichte hier auch hinein. Und zum Zweiten ist, glaube ich, ein sehr guter Indikator das, was Sie auch tatsächlich in Ihren Nachrichten ja fast schon täglich, aber zumindest wöchentlich aufgreifen: Wie schwierig im Moment auch die Lieferantenhandels hier Verhandlungen sind. Die Preisverhandlungen, die sind ja traditionell schwer, aber sie sind im Moment noch deutlich intensiver. Sie führen ja teilweise zu Auslistungen von Markenherstellern, wo der Handel sagt, ich kann die Preise dann eben nicht mehr auf den Konsumenten dann auch umlegen. Und so gibt es, glaube ich, eine ganze Reihe von Indikatoren, die das tatsächlich nahelegen, dass der Wettbewerb eben gut funktioniert. Wir haben in Deutschland, das muss man auch dazu sagen, im internationalen Vergleich das dichteste Netz an Supermärkten, an Discountern. Wir haben also als Konsumenten wirklich ein sehr, sehr großes Angebot. Wir haben auch innerhalb der Geschäfte hier ein sehr großes Angebot. Und dieser Wettbewerb funktioniert. Jetzt schieben sich aber Handel und Hersteller immer gegenseitig die Schuld bei diesem Thema in die Schuhe. Was genau für Schlüsse lassen sich denn daraus ziehen? Ja, das ist natürlich das Spiel, was wir ja jedes Jahr dann hier beobachten. Es ist ein zähes Ringen letztlich. Jeder versucht, seine Marge zu verteidigen, natürlich auch auszubauen. Das sind wirtschaftlich agierende Unternehmen, und sie würden jede Chance nutzen, natürlich auch ihre Ertragskraft dann weiter zu stärken, wenn sie es denn könnten. Aber diese Unternehmen stehen eben selber unter einem massiven Druck. Sie haben es ja schon in der Anmoderation genannt, die
die Spritpreise. Also Energiekosten sind natürlich ein Punkt, der massiv hier gestiegen ist über den Zeitablauf der letzten Jahre. Und gerade auch die Industrie benötigt schon sehr viel Energie zur Herstellung von verschiedenen Produkten. Wir haben die Unsicherheiten auf den Rohstoffmärkten, die auch teilweise, denkt man an das Thema Weizen oder Olivenöl, die zu enormen Preissteigerungen bei den Rohstoffen geführt haben. Und die Produkte müssen ja auch noch transportiert werden. Also auch der Laster muss tanken. Und auch das sorgt eben dafür, dass auf der Kostenseite die Unternehmen unter einem sehr, sehr starken Druck stehen. Da kommen jetzt noch Lohnerhöhungen dazu. Und insofern ist es eben sehr, sehr schwierig in einer Situation, in der wir Konsumenten ja enorm auf den Preis achten und kleine Preisunterschiede dafür sorgen, dass wir ein anderes Produkt nehmen oder sogar die Einkaufsstätte wählen, dafür die Unternehmen das dann auszunutzen und gierig zu sein. Auf den ersten Blick aber lässt sich eben dieser Vorwurf der Gierflation in den Bilanzen schon mitunter vielleicht ablesen, einfach weil viele Hersteller ihre Gewinne deutlich steigern konnten. Wie passt das denn dann am Ende zusammen? Ja. Das hängt natürlich immer von der Markenstärke des Unternehmens ab. Je stärker die Marke, desto größer die Chance zu sagen, gut, ich kann eben diesen höheren Preis hier dann auch verargumentieren, weil dieses Produkt gekauft wird trotz eines höheren Preises. Das kennen wir alle von Apple, die das hervorragend vorgemacht haben. Also die Markenstärke von Apple führt dazu, dass wir eben deutlich mehr für ein Apple-Produkt hier bezahlen, als wir für ein Konkurrenzprodukt bezahlen würden. Und diese Unternehmen haben natürlich schon eine Chance, in einer gewissen Bandbreite ihre Gewinne dann auch zu steigern. Aber auch dieses Spiel ist eben sehr limitiert, weil wenn ich das übertreibe in einer Zeit, in der der Konsument eben die Wahl hat zwischen verschiedenen Produkten, viele Produkte hier dann auch erhältlich sind und teilweise deutlich zu besseren Preisen, dann wird er irgendwann sagen, nein, das ist es mir dann nicht mehr wert, da springe ich eben zu einem Alternativprodukt. Und auch auf der Einkaufsstättenwahl heißt das dann, nee, also wenn das bei dem alles so teuer ist, dann kaufe ich lieber bei einem anderen Händler ein. Genau, lassen Sie uns gerne mal über Konsumentinnen und Konsumenten sprechen. Stichwort Inflation. Jeder ist sich, glaube ich, inzwischen sehr bewusst darüber, dass die Preise natürlich gestiegen sind. Aber jeder weiß auch, grob zumindest, was kosten die Dinge, die ich eigentlich immer kaufe. So, diese Preise hat man im Blick. Das heißt, die Möglichkeiten für Händler, sehr stark an diesen Schrauben zu drehen, sind am Ende wahrscheinlich auch eher limitiert, oder? Die sind sehr limitiert, Sie sprechen es an. Also wir Konsumenten sind natürlich im Lebensmitteleinzelhandel sind wir da auch limitiert mit unserer Preiskenntnis. Also man spricht dann von den Eckpreisen, die ich kenne. Da ist das klassische Beispiel immer Butter. Das hat so jeder gut im Kopf hier. Was kostet denn die Butter? Da vergleiche ich sehr stark. Bei einer Zucchini weiß ich es jetzt schon nicht mehr so gut oder bei einem vielleicht dann eben auch bei einem Toastbrot. Und gerade bei diesen Eckprodukten, und deswegen war Butter auch das erste Produkt, bei dem wir gesehen haben, die Unternehmen setzen sofort, wenn sie eine Entlastung spüren auf der Kostenseite, das entsprechend um, weil sie über niedrigere Preise dann auch wieder Marktanteile gewinnen können. Und deswegen sind da die Möglichkeiten von Herstellern und von Händlern dann über einen längeren Zeitraum überhöhte Preise dann auch zu nehmen, sehr, sehr begrenzt, weil wir als Konsument zum einen einige Preise ganz gut im Griff haben. Zum Zweiten in der aktuellen Situation stärker denn je Preise hier vergleichen und auch auf Preiseinstiegssegmente gehen, wo wir früher eher höherpreisig eingekauft haben und eben auch auf die Aktionspreise. Mehr als die Hälfte der Konsumenten schaut inzwischen regelmäßig auf Aktionspreise. Herr Hudetz, zum Schluss unseres Gesprächs mit der Bitte um eine kurze Einschätzung, ein Ausblick auf 2024. Droht uns jetzt nochmal vielleicht doch eine Gierflation oder ist das Thema vom Tisch? Ja. Wir haben die Hoffnung, wenn keine neuen Krisen auftauchen global, das ist natürlich hier schon auch nicht gesagt, logischerweise, aber wenn das nicht passiert, dann können wir sagen, das Thema Inflation
Da haben wir nicht nur das Schlimmste gesehen im vergangenen Jahr mit hohen Preiseinstiegen, auch im Lebensmittelbereich, sondern da gehen wir jetzt wirklich in ein ruhiges Fahrwasser mit hinein. Und wir gehen davon aus, dass in den nächsten Wochen, Monaten immer mehr Hersteller und Händler versuchen werden, über Preisaktionen, über niedrigere Preise dann wieder Marktanteile zu gewinnen. Das ist eine Chance für uns Konsumenten, dann tatsächlich auch den Geldbeutel spürbar zu entlasten. Kai Hudetz, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön. Danke, Frau. Ja, die hohen Preise, wir haben sie nicht nur im Supermarkt gemerkt, sondern eben jüngst auch an der Tankstelle. Die dritte Woche in Folge sind die Spritpreise gestiegen. Vielleicht ein klitzekleiner Trost jetzt vor der Ferienzeit und der Urlaubssaison. Es gibt tatsächlich in Europa noch Länder, wo es deutlich teurer ist zu tanken als hierzulande. Wir schauen uns das einmal an. Eine 60-Liter-Tankfüllung mit Superbenzin kostete Ende März in Dänemark 124 Euro. Knapp günstiger nur die Niederlande, Griechenland und die Schweiz. Tanken wird aber eben auch in Frankreich und Italien teurer sein als in Deutschland. Hierzulande hat man eben 109 Euro für eine Tankfüllung zuletzt gezahlt. Natürlich ist es immer so, dass gerade rund um Ostern, rund um Pfingsten die Preise an der Tankstelle steigen, einfach weil mehr gefahren wird. Es gibt aber einen großen Grund und das ist natürlich die Lage in Nahost, die Unsicherheit, und die treibt am Ende die Ölpreise nach oben auf neue Rekordstände. Was die Hintergründe davon sind, das bespreche ich jetzt mit meinem ersten Gast hier auf dem Parkett. Das ist Thulan Nguyen, Rohstoffexpertin bei der Commerzbank. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ja, Frau Nguyen, Öl ist so teuer wie seit 5 Monaten nicht mehr. Der Blick geht natürlich auf Nahost. Welchen genauen Einfluss hat dieser Krieg dort eben auf die Ölpreise? Ja, tatsächlich der jüngste Anstieg, also der, den wir jetzt vor allem in den letzten Tagen gesehen haben, dürfte zu einem Teil auch auf die zunehmenden Spannungen hier in Nahost zurückzuführen sein und hier insbesondere momentan die verbalen Äußerungen seitens der israelischen Regierung gegenüber der iranischen Regierung. Und hier ist einfach der ausschlaggebende Faktor, dass das Risiko besteht, dass diese beiden Länder in einen militärischen Konflikt eintreten und das dann wiederum eine Auswirkung auf das globale Rohölangebot hat, weil Iran ein wichtigerer Rohölproduzent ist und der trotz Sanktionen seitens des Westens in den letzten 1,5 Jahren wieder mehr Rohöl an den Markt gebracht hatte, also da tatsächlich eher einen preisdämpfenden Effekt hatte. Wenn aber der Westen seine Sanktionen jetzt wieder verschärft gegenüber dem Iran, eben aufgrund eines Konflikts, dann würde hier nochmal eine signifikante Menge an Rohöl wahrscheinlich wegfallen. Und das treibt den Rohölpreis hoch. Und das ist der eine Punkt. Wir haben aber natürlich weiter die angespannte Lage im Roten Meer. Da kommt es immer wieder zu Angriffen der Houthi-Rebellen auf eben Tanker, auch auf Öltanker. Das bedeutet, die Schiffe müssen jetzt neue Routen nehmen, das Ganze umfahren. Inwiefern wirkt sich das am Ende auf die Preise aus? Das tatsächlich hat bislang weniger Auswirkungen. Wir sehen es beispielsweise an den Frachtraten. Ja, die sind gestiegen, aber bei weitem nicht so stark, wie wir es beispielsweise zu Zeiten der Pandemie gesehen haben, als wir dort sehr, sehr starke Engpässe hatten. Das heißt, das würde ich sagen, das ist mittlerweile eingepreist sozusagen. Und solange wir hier keine Verschärfung der Lage sehen, sodass tatsächlich Öltanker gar nicht mehr die Routen befahren können, und auch Umwege nicht mehr möglich sind. Das wäre dann eine andere Sache, aber das, danach sieht es ja momentan nicht aus. Okay, es gibt aber natürlich wie immer viele Gründe für ein Entstehen eines Preises und das ist eben auch beim Öl gerade der Fall. Wir schauen einmal in die USA und wir schauen nach China. Dort läuft es wirtschaftlich gesehen recht rund und die beiden Länder gehören zu den größten Abnehmern eben und also Verbrauchern von Öl. Das heißt, wenn die jetzt in nächster Zukunft, weil die Wirtschaft eben gut läuft, mehr Öl brauchen, treibt das auch nochmal die Preise an, oder? Ja, genau. Also ich würde sagen, einer der ausschlaggebendsten Treiber wirklich für den Ölpreis ist die Konjunktur, die globale Konjunktur und dann eben natürlich die beiden wichtigsten Verbrauchsländer und insbesondere in den USA, was das größte Verbrauchsland weltweit ist, da sieht es momentan konjunkturell sehr gut aus, trotz der deutlich gestiegenen Zinsen. Das war sicherlich eine Überraschung und das führt momentan auch zu diesem Konjunkturoptimismus. Dazu kommt ja auch noch, dass zusätzlich zu der
robusten Konjunktur, die wir dort sehen, die Zinsen perspektivisch ja wahrscheinlich fallen werden in den USA, weil die Inflation so stark zurückgekommen ist. Und ja, allgemein führt das jetzt zu besseren Konjunkturaussichten mittelfristig und das treibt zyklische Rohstoffe an, unter anderem eben den Rohölpreis. Dann gucken wir einmal auf den dritten großen Grund. Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, es ist Autofahrsaison, das Wetter wird besser, es gibt viele Feiertage, Ferien, Urlaub. Das treibt am Ende dann auch nochmal die Preise. Kann man da abschätzen, wie sehr, also was für einen Anteil hat dieser Faktor? Also ich würde sagen, also diesen Saisoneffekt gibt es sicherlich. Anstieg beim Rohöl nicht im gleichen Umfang vollzogen. Und das liegt daran, dass natürlich das Angebot und die Nachfrage hier an den Ölproduktmärkten nicht unbedingt immer im Einklang stehen mit dem Angebot und der Nachfrage am Rohölmarkt. Und hier haben wir beispielsweise Sondereffekte, dass in den USA die Raffinerieaktivität zuletzt wieder deutlich höher war. Anfang des Jahres hatten wir hier Ausfälle. Das treibt momentan das Angebot. Die Angebotsaussichten sind an den Produktmärkten etwas günstiger. Und deswegen sind die Produktpreise dort nicht so stark gestiegen wie der Rohölpreis. Allerdings dürften sich die Produktpreise nicht ewig vom Rohölpreis abkoppeln. Das heißt, ich würde erwarten, wenn der Rohölpreis jetzt noch weiter steigt, was durchaus möglich ist, beispielsweise wenn Zinssenkungen, sei es jetzt hier in Europa oder auch in den USA, beginnen, dann dürften auch die Produktpreise mitziehen, wie gesagt, weil sie sich nicht komplett entkoppeln können von Rohöl, was der wichtigste Input natürlich ist. Jetzt haben wir über das Öl gesprochen, neue Rekordstände. Es gibt aber auch neue Rekordstände beim Gold. Sie als Rohstoffexpertin, welche Gründe gibt es denn jetzt gerade für diese neuen Stände beim Gold? Also tatsächlich, finde ich, passt der jüngste Trend bei Gold nur bedingt zu allgemeinen Trends, die wir sehen. Denn die positive Konjunktur in den USA, das, was jetzt momentan zyklische Rohstoffe antreibt, das ist eigentlich ja eher negativ für den Goldpreis, weil das bedeutet, dass die US-Notenbank potenziell ihre Zinsen nicht so stark senken muss, wie gedacht vielleicht, weil die Wirtschaft so stark ist, dass Inflationsrisiken noch sehr hoch sind. Das wird aber mehr oder weniger ignoriert am Markt. Die mittelfristigen Zinssenkungsaussichten, die sind eigentlich eher zurückgekommen. Das hätte eher für einen schwächeren Goldpreis gesprochen. Das heißt, ich sehe hier Züge einer rationalen Blase, das heißt einer Preisbewegung, die eher durch die Erwartung, dass der Preis weiter steigt, geschürt wird und nicht unbedingt durch fundamentale Gründe. Und daher sehe ich auch ein Risiko eines Platzens der Blase bei Gold, also dass wir einen stärkeren Preiseinbruch sehen, wenn jetzt beispielsweise die Inflationsdaten aus den USA darauf hindeuten, dass vielleicht die US-Notenbank doch nicht so schnell ihre Zinsen senkt. Wird die Blase platzen? Das ist eine perfekte Überleitung gleich zu unserem nächsten Gesprächsgast. Jetzt aber erstmal Tulan Nguyen. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Danke Ihnen. Ja, wir sehen Rekordstände nicht nur beim Gold, wir sehen sie beim DAX, wir sehen sie bei US-Aktien, beim Bitcoin, egal wo man hinschaut, gerade neue Höchststände, die wir in der Art vorher noch nicht gekannt haben. Baut sich da wirklich an vielen Stellen eine Blase auf, die am Ende krachen platzt? Diese Frage kläre ich jetzt mit meinem dritten Gast hier in der Sendung, Christian Kahler. Schönen guten Morgen, hallo. Guten Morgen, Frau Böhr. Sie sind Anlageberater und Geschäftsführer von Kahler und Kurz und kennen sich natürlich mit diesen Themen sehr, sehr gut dementsprechend aus. Ist es wirklich eine Blase, die sich hier aufbaut und die jetzt bald platzen könnte? Nein, es ist noch keine Blase. Wir sehen jetzt im Wesentlichen die Rückkehr zu normalen Verhältnissen. Wir hatten ja 2022 mega Stressjahr, Ukraine-Krieg, muss man jetzt nicht alles ausführen, Inflation, Preisexplosionen. Die Kurse sind gefallen an den Aktienmärkten. Es gehen 22% nach unten beim S&P. Das passiert nicht jedes Jahr. Und jetzt sehen wir halt die Rallye in die andere Richtung. Aber wir sehen gewisse Themen, die heiß laufen. Aber es ist noch nicht so, dass wir irgendwo eine Blase haben, wie jetzt im Jahr 2000 zum Beispiel bei der Dotcom-Blase. Welche Themen sind das, die heiß laufen? Ganz klar dieses Thema KI, Kryptowährung, das sind diese Themen Biotech und Biotech, sag mal, im Dunstfeld von der Abnehmspritze, die man ja kennt, ist ja auch im Boulevard angekommen. Also das sind die Themen, die man aktuell sieht, die laufen heiß und ich würde jetzt Krypto wahrscheinlich aktuell in den Vordergrund stellen. Welche Rolle spielen gerade bei Krypto und Bitcoin eben diese Entwicklung, dass zum Beispiel in den USA ein Bitcoin-ETF aufgelegt wurde?
da kann man fast eine eigene Sendung zu machen, weil die Kryptowelt wird komplett auf den Kopf gestellt. Wenn Sie mal, ich übertreibe jetzt mal, 7, 8 Jahre zurückschauen, war das so ein Thema für IT-Nerds, die irgendwelche komischen Schlüssel ausgetauscht haben, weil sie eine dezentrale Währung haben wollten, unabhängig von Zentralbanken, großen Institutionen. So, und was jetzt passiert, wir sehen hier eben, dass Bitcoin sozusagen im Mainstream ankommt. Es wird jetzt bei Banken vertrieben, es wird bei Vermögensverwaltern vertrieben. Also man kommt komplett weg aus dieser dezentralen Welt, ich sag mal, in die industrielle Banken- und Fondsgesellschaft-Welt. Und ja, aber das ist eine gute Sache, weil jetzt können die Banken, die Berater rausgehen, haben jetzt Marketingmaterialien, haben Argumentationsleitfäden und können auch den Bitcoin beraten. Und ich denke, das wird ein Riesenboom-Geschäft. Schauen wir nochmal auf den Index, der natürlich hierzulande eine große Rolle spielt. Der DAX, der hatte eben zuletzt auch viele Rekordstände. Und das, obwohl es ja der deutschen Wirtschaft nach wie vor nicht ganz so gut geht. Wie passt das zusammen? Also man kann es nicht oft genug sagen, die deutsche Wirtschaft hat mit dem deutschen Aktienmarkt nichts zu tun. Ich gebe mir mal ein Beispiel, Adidas, die auch ein gutes, bekanntes deutsches Unternehmen ist, die haben halt 20% der Arbeitsplätze in Deutschland, 80% sind im Ausland. Das hat mit der deutschen Konjunktur in dem Sinne nichts zu tun. Das ist genau umgekehrt. Deutschland eine Exportquote von 35%, die DAX-Unternehmen von 65%. Und Weltkonjunktur läuft immer noch gut, USA sehr, sehr gut, China okay. Und die deutschen Unternehmen im DAX ist halt... Das Who is Who der deutschen Wirtschaft, die haben super Produkte und es läuft nach wie vor sehr, sehr gut. Okay, jetzt haben wir viel über Deutschland gesprochen, natürlich der Blick in die USA, wo vor allem Tech-Werte das Ganze antreiben. Wir müssen aber auch neuerdings über Japan sprechen, ein Aktienmarkt, den man gefühlt lange vergessen hatte, der nicht so eine große Rolle gespielt hat. Da gab es jetzt jüngst auch wieder neue Rekorde. Wie ist das zu erklären? Ja, da muss man ein bisschen weiter ausholen, weil die letzten Rekorde am japanischen Aktienmarkt, die stammen aus dem Jahr 1987. Und man sieht da die DAX-Tafel hier, der DAX wurde auch 1987 oder streng genommen 1988 aufgelegt. Der DAX wurde mit 1.000 Euro aufgelegt, 1988 steht jetzt bei 13.500 oder 14.000, je nachdem, wenn man guckt. Hat sich vervierzehnfacht und Anleger, die 87 eingestiegen sind beim Nikkei und Topix, die haben jetzt Kursgewinne. Also das ist im Endeffekt verlorene Zeit gewesen. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, Japan hat sich geändert dermaßen, dass die Manager gelernt haben, sie müssen mehr tun für die Aktionäre, müssen mehr Dividende ausschütten, müssen Aktien zurückkaufen, müssen einfach, ich sag mal, rentabler arbeiten. Und das sieht man. Buffett hat es als erstes erkannt. Warum? Buffett hat vor 4 Jahren schon in Japan investiert. Und auch hier ist jetzt so, dass viele jetzt nachziehen. Und das ist natürlich gut für den Markt, wenn man zugleich auch sieht, man braucht ein bisschen Asien. Geschäft immer, wenn man als Fondsmanager aktiv ist. China fällt aus momentan und Japan läuft gut und es wird wahrscheinlich auch eine ganze Weile weiterlaufen. Okay, also diese ganzen Rekordstände, egal wo man eigentlich gerade hinschaut, wird das jetzt aus Ihrer Sicht so weitergehen oder welche Risiken sehen Sie vielleicht darin? Also das ist wie Ebbe und Flut. Es läuft in die eine Richtung jetzt. Das ist überproportional stark gestiegen. Ja, also für diejenigen, die es enger verfolgen, wir sind jetzt seit Ende November jede Woche mehr oder weniger gestiegen beim S&P 15, 16 Wochen in Folge. Das wird so nicht weitergehen. Es wird in die andere Richtung gehen. Es ist jetzt nur die Frage, ob es jetzt in 2 Wochen kommt oder in 2 Monaten. Ja, aber das ist nicht das Thema. Man muss damit klarkommen. Man muss vielleicht auch, sag mal, sein Situationsbewusstsein ein Stück weit schärfen, dass man eben guckt, wie time ich das Ganze. Aber langfristig ist ja die Perspektive nach wie vor gut, weil ich habe keine Alternativen. Bitcoin, Gold macht mich nicht reicher, wenn ich schlafe. Unternehmen verdienen rund um die Uhr Geld und deswegen führt langfristig am Aktienmarkt kein Weg vorbei. Und Anzeichen jetzt für eine richtige Krise oder einen Crash oder so, das sieht man eben auch nicht. Ganz kurz vielleicht zum Schluss dieses Gesprächs eine Einschätzung. Jerome Powell, der Chef der US-Notenbank Fed, hat sich jetzt wieder geäußert. Zinssenkungen werden wohl kommen, aber irgendwie ist das dann am Ende doch wieder alles nicht so sicher gerade. Wie blicken Sie da auf die nächsten Monate? Ja, das muss man im Auge haben. Das ist jetzt für die Unternehmensgewinne nicht entscheidend, aber natürlich für das Sentiment und diese Marktbewegungen. Das wird natürlich einen Dämpfer geben, weil die jetzt schon relativ klar ist, dass es nicht ganz so einfach wird mit den Zinssenkungen, wie viele es erwartet haben. 5, 6, 7 Zinssenkungen, da wurde es ja teilweise überboten. Man muss auf die Inflation auch schauen und das wird den Markt ein Stück weit hemmen. Und man sieht ja jetzt auch die letzten 1, 2 Tage eigentlich schon, dass es auch ein Grund ist, für viele Anleger ein bisschen vorsichtiger zu agieren und ein bisschen rauszugehen aus den Märkten. Christian Kahler, herzlichen Dank für diese Einblicke.
Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, der DAX, der wird natürlich auch von diesen Hoffnungen bewegt. Und deswegen wollen wir jetzt zum Schluss dieser Sendung noch einmal den Blick wagen. Kurz nach Handelsschluss im Minus bei 18.187 Punkten. Das heißt, das vergangene Rekordhoch, das rückt weiter in die Ferne jetzt zum Wochenabschluss. Wir haben das natürlich alles für Sie im Blick auf tagesschau.de, auf den Hörfunkwellen der ARD und natürlich auf den Social-Media-Kanälen der ARD. In der nächsten Woche wieder frische Themen bei Update Wirtschaft. Und damit wünsche ich Ihnen jetzt erstmal ein ruhiges Wochenende. Kommen Sie gut durch diesen Freitag und bis bald.